Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Is the Ark of Napishtim. Ja, letzte Folge sind wir ein wenig in der Stadt gewesen und haben unser Schwert abgegradet, wenn ich mich nicht irre, ist schon wieder ein wenig länger her. Länger her ist auch die Steuerung, ich muss erstmal wieder drauf zurechtkommen. Ah ja, A schlagen, B ist springen. Ich glaube, Y ist Items benutzen. Okay, wir haben, soweit ich mich erinnere, die Hälfte der Stadt erkundet. Und ich wollte die andere Hälfte erkunden. Soweit der Plan. In dem Turm war ich schon. Hier, ganze Schweinehirte und was weiß ich, habe ich schon gemacht. Ach ja, genau. Waffen-Upgrades waren hier mit Kristallen, die ich von Gegnern drop. Soweit war ich schon. Vielleicht ist das gar keine zweite Hälfte. Aber hier ist ein Dialog. Hallo, Sophia! Ja, bin ich. Okay. Gut, ich meine, was habe ich erwartet? Share! Nein, haben wir nicht. Jo, ich komme von draußen. Das scheint auch ein Haus zu sein. Jo. Old Man. Aha, ich bin leider kein Räder. Ich weiß nicht von wem. Ah, wobei. Ein Räder, der recht jung scheint. Ist es vielleicht Ur? Oh. Tja, jetzt hast du es gemerkt, ne? Ups. Alter Mann. Ja, aber... Nein! Ernsthaft! Aber... Ah! Das war ewig her schon. Das ist ein ganz anderes Spiel gewesen. Ja, Fragestunde. Erstmal reden. Ja? Ah, er kam gar nicht von Estelia oder Is. Oh, das ist tragisch. Sonst noch was? Oh, ah, so, so was. 3 Jahre! Okay, das war's dann. Fragen. Spiegel. Ah ja, der Spiegel, der geklaut wurde. Wenn ich mich nicht irre. Ja, das war der Spiegel. The Ancient Mirror. Mirror of Zeem. Ja, Uhr suche ich auch. Also sind wir von der Karte her ziemlich weit im Osten. Ich glaube, Esteria ist ziemlich weit im Osten. Nein, Quatsch. Wir sind gerade weit im Westen und Esteria ist weit im Osten. So, jetzt habe ich's. Noch schlimmer als die Stormwall. Aber war die Stormwall nicht, niemand kommt durch? Wir lernen immer mehr und mehr über diese Insel. Mythos Pub. Ach ja, das ist das, genau, das war das unter dem Tempel. Seameth Island, winziger Haze in Northwest Cathedra. Oh Gott, sind es viele Orte. Grana Wallis. Ich muss sie bestimmt alle mal besuchen. Und da ist das Master Sword von Is.
Auf diesen Berg muss ich definitiv raus. Rauf. Ja, aber zu welchem Preis? Dogi. Ach stimmt, den gab's ja auch noch. Haha, ja, das war noch Zeiten. Alter. Richtig. Das ist nicht gut. Das macht man nicht. Andenken zerstören ist schlecht. Ach, Ur, der Sohn vom Chef ist will quasi auch mal Scholar weiser werden? Kann man weiser sagen? Ich glaube schon. Northern Plains. Also sollte ich... Oh! Juhu! Eine Karte! Ich überlege gerade. In Ys 1 und 2 gab es, glaube ich, keine. Nee. Okay. Inventory. Na, erstmal. A Map of Cannon Islands. Jo, klar, das wusste ich schon. Ich war. Ach ja, ich war Katera Woods, das Redondorf. Ganz weit im Süden. Und Seeker Hates, da wollte ich noch hin, da war das Schwert, glaube ich. Oder? Nee, Quatsch, Grana Wallis Mountain war es, ganz im Norden. Moonset Shore, das ist immer angespielt worden. Fountain of Prayer, da war der Geheimgang. Suspension Bridge, die wurde ja zerstört und jetzt sind wir in diesem Port. Und wir müssen nach Norden, in die Canaan Plains. Und Samith Sanctum ganz in der Mitte. Samith, Canaan, Katera. Drei Inseln, wie es aussieht. Cool. Ach, ich mag Spiele mit Karte. Da kommen wir zumindest ordentlich zurecht. Ah ja, hier war ich ja überall schon. Oh, das war's? Ach Quatsch, hier ist noch eine Küste. Oder ein Hafen eher. Oder eine Art Hafen. Zumindest sind Boote da. Nee, Hafen ist es nicht. Kann ja kein Hafen, kein ordentlichen Hafen geben zumindest. Weil ja keine Schiffe nach draußen kommen. Wahrscheinlich so für den Fischfang? Von den Fischernetzen und den ganzen Fässern hier? Vielleicht auch um Treibgut einzusammeln? Von dem Rest? Ist das ein Schild, das ich einsammeln kann? Nein. Apropos Schild, mir fällt ein, dass ich ja noch ein schlechtes Schild habe, oder? Oder eine schlechte Rüstung oder so. Oder so. Da muss ich mich mal um eine neue kümmern, wenn ich wieder Geld habe. Oder wenn ich überhaupt mal Geld habe. Komm schon, du schaffst das. Hier geht's lang. Nein, ich wollte kein Item benutzen. Ach so, ich vergaß. Hier gibt's ja Speicherpunkte. So einen. Dann speichere ich mal. Level 9. Auf zum Atem. Oh. Wilde Bestien greifen mich an. Diesmal denke ich auch dran, diese dämlichen Kristalle einzusammeln. Die sind ja recht sinnvoll. Ah. Ah, ah. Nicht mit mir. Aua. Dieser aktuelle Kartenbildschirm ist recht groß. Hier sind garantiert Geheimnisse. Ich hoffe, ich finde sie alle. Im Sinne von... Ah, da geht's weiter. Rüstungsteilen, Schwertern, Geld, Kisten. Ah, ah, ah. Ich
Ich kann es immer so schlecht erkennen, aber ich glaube, ich habe halbes Level up. Wenn ich noch wüsste, wie viel das Upgraden kostet, aber ich bestimmt ach, mindestens 20, wenn nicht mehr. Ich halte mich erstmal wegen südlich. Hier ist wieder ein Wechsel. Also habe ich zwei Ausgänge. Mindestens. Hier ist nichts. Also kein Ausgang. Nee, nix. Oh oh. Oh oh. Oh, das war. Oh! Okay, das war nicht eng. Was war denn das? War das jetzt Instant-Heilung? Mein Level-Up war das nicht. Oh! Ich hab da 50. Ich darf nicht vergessen, mich zu heilen. Angenehm, wenn Heilmittel etwas häufiger da sind. Nach Norden wird's weitergehen. Laut Karte. Karte? Sollte ich, glaube ich, mal nach rechts unten gehen. Vielleicht ist da ein Bonus. Oder da muss ich später hin. Kann beides sein. Yay, Level Up! Ich habe 18 Kristalle. 145 Gold. Es wird. Pff, wie viel hat das letzte Rüstungsteil gekostet? 750 klingt schön, aber ich weiß es nicht mehr. Ah, ich bin dumm. Ah, es war nicht. Rechts geht's weiter, sondern hier ging's zurück. Heißt es, hier geht's dann gleich nach oben? Ich glaube schon. Hieß es nicht, ich kann irgendeinen Special Attack auslösen? Ich kann! Und wann kann ich das machen? War da irgendwie eine Leiste, die sich gefüllt hat, als ich nicht hingeschaut habe? Ja, war. Okay, ich verstehe. So langsam kriege ich den 3 raus. Durch Gegner besiegen füllt sich der blaue Kreis links, wo die Waffe angezeigt wird. Und wenn sie voll ist, kann ich eine Special-Fähigkeit machen. Und die von dem Schwert hier ist dieses im Kreis drehen. Aber was es in den alten Teilen auch schon mal gab. In den 3D-Teilen. Alt ist so relativ. Oh, ich hasse diese Viecher. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse diese Viecher. Und langsam macht er mich auch noch. Verdammt! Habe ich zwischendurch gespeichert? Oder war das ein Autosave? Ich bin mir gerade nicht sicher, wenn es ein Autosave wäre. Ah, Feature! Weil ohne Autosave ist dieses Spiel echt schwer. Ich glaube, ich kann jetzt wieder dieses im Kreis drin machen. Hat das auch einen Namen? Wind Spirit. Wirbelwindattacke. Legend of Zelda Style. Ich diese Viecher hasse. Gehe ich hier weiter? Ja, bis auf die hässlichen Panzer ist es ja nicht so schwer. Eine Höhle. Limewater Cave. Hallo, Gazelle. Okay, huh. Also ist es richtig, dass ich die. Oh, dass ich die Schildkröten nicht angreifen kann. Oder nicht zerstören kann. Weil ich durch die Rüstung nicht durchkomme und dafür brauche ich vermutlich eine neue Waffe. Das wäre so mein Tipp. Neue Waffe. Oder neue. Ja, doch, neue Waffe. Oder neue Fähigkeit? Gute Frage. Nein, ich will hier rein. Oh.
Wild Fowl Meat. Okay. Ah, quasi cool. Nüsse, dann kommt Honig, dann kommen Pflanzen, dann kommt Wild Fowl Meat. So, von der Heilungsklasse, sage ich jetzt mal. 28. Ich weiß nicht, ob ich schon wieder upgraden kann. Ich habe vergessen, wie viel es gekostet hat. Immer noch. Ich kann einfach mal nachschauen. Nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein. Lass mich bloß in Ruhe. Blöde Viecher. Ja. Ich glaube, ich mache den Quest weiter, bevor ich zurück in die Stadt gehe. Dafür laufe ich jetzt nicht zurück. Aber das Wild Fowl Meat muss ja recht gut sein, wenn es das in der Kiste gibt. Oh, 34. Vielleicht brauche ich auch 50. Zum Upgraden. Ah, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Okay, also hier ist irgendwo Uhr. Schauen wir mal. Hier ist Dead End. Dead End. So, weiter. Oh, Level Up. Juhu. 11, dann vermutlich. Oh, das ist ja gefährlich hier. 2 Monsterkristalle. Wie heißt das Zeug? Asteria, glaube ich. Ich hab's vergessen. Emerald, nee. Ah, verdammt. Emelos. Wer soll sich das merken? Wo war Asteria? Ach so, Asteria war der Kontinent. Ups, beides mit E. Au! Das ist Schaden. Critical! Oh nein! Uhr wird garantiert weiter nördlich sein, das heißt, ich gehe hier weiter erkunden. Kann man hier so schön machen. Ha! Verdammt! Natürlich ist jetzt mein gesamter Fortschritt weg. Oh, wie ich es liebe. Ach, kuscht euch! Ich glaube, ich sollte mich wirklich an die Storygebiete halten, bevor ich hier wieder umherwandere. Ja, ich dachte eigentlich nicht, dass mein Schwert so schwach ist, dass es die nicht durchdringen kann. Vielleicht liegt es auch an meinem Level. Au. Ja, Wild Meat. Ich hab's mir gemerkt. Es ist ärgerlich. Ach, verdammt. Ich hatte doch gerade 44 Kristalle, naja. Naja. Gehe ich wieder nach Norden. Nach Norden, nach Norden. Oh nein. Lass mich bloß in Ruhe. Okay. Jetzt habe ich 32. Critical Level Up! Woohoo! Wahoo! Ah. Uhr! Du nerviges Kind, warum musst du hier rausgehen? Und warum muss ich gegen die Starken? Ach. Ich und mein Erkundungsdrang, ich lasse es jetzt einfach. Ich habe denen nicht mal Schaden gemacht. Ah, das ist so ärgerlich. Was ist hier? De nada. Nichts.
Ach, nein, nein, lass mich in Ruhe. Du kannst deine hässlichen Panzer irgendwo anders abwerfen, aber nicht bei mir. Hier ist panzerfreie Zone oder so. Nein. Ich gehe einfach weiter. So, hier wird er wohl langsam kommen. Was ist das? Nichts. Ha! Schade, ich dachte hier. Ach, komm schon. Lass mich bloß in Ruhe. Nein, 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 nap. Ach so. Ich verstehe. Wie hoch muss ich? Nein. Aber wie weit ist Uhr gelaufen? Granavalis Mountain, ich verstehe. Wollte ich hochklettern. Oh, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit. Wie schade. Okay. Aber ich hoffe, die heutige Episode von Let's Plays Ark of Nappy Steam hat euch Spaß gemacht. Es hat mir wieder sehr gefallen. Es ist ein schönes Spiel, ein wunderschönes Spiel. Und wir sehen uns zur nächsten Folge von Let's Plays. Bis dahin. Ciao, ciao. Oh.